So, jetzt Jasmin dran. Jasmin ist hier, diese da. Und wie ihr sie aufspürt, erfahrt ihr jetzt. Jasmin findet ihr in ihrer Heimatstadt, ich glaube, ja, Heimatstadt Olivania City. Und zwar in der einen Kneipe da, ja, in Olivania City. Dort hält sie sich jeden Tag von 13 bis 14 Uhr auf, isst etwas oder was weiß ich. Und ja, dort könnt ihr ihre Telefonnummer besorgen. Und dann könnt ihr sie am Mittwochnachmittag anrufen, um mit ihr ein Rematch zu vereinbaren. Und Jasmin hat sehr viele Stahl-Pokémon, also setzen wir als erstes unser Sushi ein. Los, Sushi, tu es. Und okay, pünktlich auf die Sekunde wollen wir den gleich anfangen? Ja, natürlich. Und nach dem Kampf werde ich euch auch noch etwas Nettes zeigen. Also, bleibt dran. So. Sie fängt mit Metagross an. Gut. Ich gehe hier auf Liebe auf Nummer sicher und setze einfach Eruption ein, da ich nicht will, dass ihr Metagross irgendetwas anrichten kann. So. Haha. Das erste Pokémon ist besiegt. Bye bye, Metagross. Als nächstes kommt Empoleon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sie hat ein Wasser-Pokémon. Aber ich habe natürlich ein Elektro-Pokémon, obwohl ich hätte es auch wahrscheinlich mit Baxi besiegen können, aber naja. Ampharos macht es ganz gut. So. Und damit ist auch Empoleon besiegt. Ja, tut mir leid, wenn ich manchmal etwas spule, aber naja. Ich tue es jetzt einfach. Und sie setzt Panzer-Aero ein, ich behalte Ampharos drin und besiege das Panzer-Aero mit einem Donnerblitz. Hoffentlich. Also ich hoffe, dass ich es besiege. Sollte doch ein One-Hit-KO sein. Ja, sehr gut. Und Ampharos erhält ein Level Up. Jetzt kommt hier Stalos. Wahrscheinlich ihr stärkstes Pokémon. Und ich setze wieder Sushi ein. Und ja. Merkt doch mal das Level dieses Stadios. Es ist Level 62, okay? Also merkt es doch einfach kurz und ja, dann werdet ihr sehen. Ja, das Level 62 Stalus wurde besiegt. Und unser Sushi hält fast ein Level ab. Und jetzt kommt noch Magneson. Das greifen wir natürlich auch mit Eruption an. Ja. Die Kämpfe sind etwas eintönig, aber was will man machen? Man hat ja nichts zu lachen. Lustig. Bye bye, Magneson. Und Sushi hält Level 61, sehr gut. Und ihr letztes Pokémon ist Granzong. Also ihr Team gefällt mir wirklich gut. Obwohl Stalos eines jetzt der schwächsten ist. Also ich meine nicht vom Level her, sondern einfach vom Pokémon-Typ her. Ich meine, Granzong ist gut, ein Staller, Panzer und der wohl beste physische Staller, den es gibt. Empoleon ist auch recht gut. Dann Metagross natürlich auch sehr, sehr gut. Und was war das noch, was ich noch hatte? Keine Ahnung. Das war beeindruckend. Ja, ich weiß, wir sind beeindruckend. Das hätte mir klar sein müssen. Ja, ist es ja wohl auch. Naja, wie gesagt, jetzt werde ich euch noch etwas kurz zeigen. Ich hoffe mal, das klappt. Und zwar fliegen wir hier zuerst wieder in die Mitte und jetzt fliegen wir nach. Moment, fliegen wir hier? Ja, nach Olivania City. Genau. So, los, flieg, Lydia, flieg. Und was machen wir hier? Wir legen kurz unser
ablegen. Wir legen kurz unser Tanupto weg. Ist ja auch egal, was wir weglegen. Irgendeines. Und nehmen uns das Ibitak. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe mir mal ein Ibitak gefangen. Ja. So. Das Ibitak stelle ich mal an erste Stelle, damit ihr auch seht, wie ein Ibitak aussieht. Sieht eigentlich ganz cool aus, wenn es hinterherläuft. Und jetzt gehen wir mal in ihre Arena und hoffen mal, dass sie da ist. Ich weiß nämlich nicht, ob sie ist nicht immer da, aber ja, sie ist da. Lange nicht gesehen, was? Dir geht es doch gut, oder? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ach, ist nicht so wichtig. Darf ich dich was fragen? Hättest du vielleicht Lust, mit mir Pokémon zu tauschen? Ja, natürlich. Du, wirklich vielen Dank, das freut mich sehr. Ich bin mit jedem Pokémon, das du mir anbietest, zufrieden. Seht, wir geben ihm unseren Ibitak. Willst du deinen Ibitak wirklich tauschen? Ja, natürlich. Und schaut euch an, was wir bekommen. Also Ibitak wird jetzt getauscht. Ihr seht es nicht, weil es auf dem unteren Bildschirm ist. So, ich beschleunige das ein bisschen mal. Und wir bekommen hier Stalos, genau. Da schaut es euch an. Jasmin, versandte Belbär. Beißer. Was Belbär? Beißer meine ich. Kümmere dich gut um Beißer. Vielen Dank, ich werde mich auch besonders gut darum kümmern. Und ja, wir haben ihr Stalos. Ah, schaut es doch an. Stalos. Beißer sitzt ganz still und starrt nach unten. Schauen wir uns sonst an. Ist Level 7. Level 7 hat die Attacken Tackle, Härtner, Klammergriff und Kreideschrei. Und ist Level 7, weil auch unser Ibitak Level 7 war. Also, ihr könnt gegen mit ihr, wenn ihr sie besiegt habt im Rematch, könnt ihr gegen sie jedes einzelne Pokémon tauschen, das ihr wollt. Aber ihr könnt auch eins Level 100 tauschen, da bekommt ihr ein Stalos Level 100. Ich habe jetzt ein Stalos Level 7. Und im nächsten Kampf seht ihr, wie ich den Eisfritzen da besiege. Ich weiß nicht, wie er heißt, Norbert oder so. Also, bis dann, Leute, man sieht sich.